Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Valheim mit entfernten holzischen Grüßen. Was machen Holz für Geräusch? Und ich von Yoda gelernt haben. Knarz. Knack. Knarz. Jetzt musst du die ganze Zeit immer so reden. Knack. Knarz. Fotosynthese. Fotosynthese. So. Ja, ich lasse das jetzt erstmal hier mit den Portal und so und gucke jetzt erstmal, ob ich jetzt hier noch irgendwo ein bisschen Silber finde. Mal sehen, vielleicht schlägt noch mal was aus. Wir nehmen natürlich Obsidian hier noch mal mit. Wenn ich es dann auch mal treffe. Dann gucken wir mal. Kann hier mal ein bisschen weiter hochlaufen. Aru. Ah, wir kommen der ganzen Sache schon näher. Ah, noch näher. Warm. Hier möchtest du, dass ich hier grabe? Na gut, dann grabe ich hier. Es wird gebuddelt, es wird gebuddelt, es wird gebuddelt. Silber gefunden! Okay. Der Drache ist da jetzt ein bisschen weit weg, hoffe ich mal. Nein, ist er natürlich nicht. Zum Glück macht er mir nicht so viel Schaden. Und jetzt blutest du aus. Gut, dann können wir hier nochmal einmal mitnehmen. Jetzt nochmal ein bisschen Obsidian. So weit ist das jetzt auch nicht weg vom Brunnen. Da unten haben wir noch eine Tafel. In der Richtung waren wir eigentlich noch gar nicht so wirklich unterwegs. Hier nochmal Obsidian mit. Und ich habe schon den nächsten. Ah, gut. Graben wir hier einmal. Skelettüberreste. Neues Material, Silberkette. Was? Silberne Halskette habe ich gerade gefunden. What the fuck? Was denn? Was ist das denn? Warte mal. Schweine können ausbrechen. Können die ausbrechen? Weiß nicht. Spawnen die vielleicht außerhalb, weil die Wand, also an der Wand poppen oder so? Kann sein, ja. Natürlich doof. Tja, dann musst du jetzt sterben, tut mir leid. Ich hatte sowieso überlegt, ein Außengehege zu bauen. Für die. Ja. Warte mal kurz, Maus. Achtung, er kommt. In Lichte der Nacht. Er jagt dir nach. So gut, gib Acht. Ist sanften Schrittes mit scharfen Zehen. Und läuft bedächtig. Doch beißt er zu mit aller Macht. Okay. Auf jeden Fall einen, den wir noch nicht hatten.
Aber was ist das denn hier? Nee, ich verliere das hier ständig, das Signal. Die WLAN-Verbindung zum Silber ist nicht wirklich gut. Oder ich spüre hier gerade zwei verschiedene auf. Leuchtet denn da? Kleine Skelettis. So. Kollege Boss Skelett. Du wolltest ja jetzt nicht wirklich auf mit drauf landen hier. So was geht doch nicht. Ne, hier ist nichts. Das Ding schlägt die ganze Zeit aus, aber viel zu lasch. Ich weiß nicht, wo ich was suchen soll. Na, auf dem Berg werden wir noch viel Spaß haben hier. So, hier ist wieder so eine alte Hütte. Seht ihr an, krieg ich noch mit, oder? Nicht so wirklich. Na gut, ich muss mal kurz wechseln hier. Wir fühlen uns jetzt wieder stärker und dann gucken wir mal, dass wir... Ah, er ist wieder doppelt besetzt. Oh. Er war nicht gut. Na gut, kümmere dich erstmal um den anderen. Ein bisschen hoch regenerieren. Den zweiten kriege ich irgendwie immer ab. Oh, den habe ich auch abgekriegt. Jetzt muss ich erstmal selber regenerieren hier. Lululululululu. Ja, okay, solange er Ablenkung spielt, ist auch vollkommen in Ordnung. Könnte ich eigentlich auch mit einem Hammer probieren. Es geht ein bisschen besser damit. Ah, er erwischt mich jedes Mal. Vor den Drachen habe ich jetzt nicht so eine Angst. Ne, das wird ein Hammerkonzert hier. Nicht erwischt. Noch einmal. Ey, Drache, nicht auf mich, ja? Versuch dir zu helfen, den Golem zu besiegen. It's Hammer Time! Gut, für mich auch. Jetzt rennt er nicht so weit weg hier. Oh. Ne, viel hat er ja nicht mehr. Gehen wir jetzt den Rest mit dem Bogen weg. Jawohl. Ah, oh, daneben. Und brenn aus. Gut, können wir erstmal alles mitnehmen. Eine schöne Drüse und dann können wir ja den Golem auch mal kurz klein nehmen. Der hat ja schönes Kristall hier bei sich. Und was haben wir hier? Frostpfeile. Meine ersten Frostpfeile hier. Neuer Gegenstand.
Aber irgendwas hat hier hinten noch so ein bisschen lila geleuchtet. Lila-blau. Ach, das ist wieder so ein Drachennest, ne? Ah, ich habe hier wieder so ein Drachenei gefunden. Das kriege ich aber von Gewicht nicht hin. Das war 100 oder 200 Kilo, ne? Das jetzt aufheb. Ja, kriege ich es nicht mit. Dann kriege ich das nicht mit. Ich mich aber noch mal ein bisschen mehr umgucken. So, Obsidian ohne Ende hier. Na, hier könnte noch das eine oder andere Silber gut versteckt sein. Na gut, wie viel Platz habe ich noch? Oh, ein bisschen. Ich will noch mal nebenbei ein bisschen Obsidian mitnehmen hier. Ich meine, wir könnten aus Obsidian Pfeile machen. War das so? Oder könnten wir überhaupt was aus Obsidian machen? Weiß es nicht. Oh, sie helfen mir. Wie sieht das? Ne, mit Obsidian haben wir noch nicht so wirklich gearbeitet. Na, warte du. Böser Drache. Ah, jetzt geht mir genau in dem Moment, wo ich loslassen will, die Ausdauer aus. Hast du ein Schwein, Drachi? Eigentlich nicht, weil ich dich trotzdem mache. So. Ich höre aber die ganze Zeit Wölfe, das heißt, ich soll dann jetzt mal so langsam wieder zurückgehen. Naja, da sind sie schon. So. Lecker Knabberzeug hier. Na gut. Hier müssen wir dann auf jeden Fall nochmal suchen, aber eine Silberader haben wir ja auf jeden Fall nochmal gefunden hier oben. Das ist wieder ein Wolf. So. Und der nächste Wolfspelz. Wolfspelze. So, lass mich noch mal ein Stück weiter nach oben hier. Da haben wir das nächste Wölfchen. Da, wo ich davor alles abgeerntet habe. Ja, erst den Wolf. Der Wolf ist gefährlicher als du. Kleiner Drache. So. Und wichtiger von den Materialien her. So, wo bist du, mein Drache? Und jetzt brennst du aus und kommst mir direkt in die Arme. Na, fast. Naja, aber das passt noch so. Ich würde das hier alles so lassen, wie es ist. Das heißt, hier ist eigentlich noch relativ sicher mit dem Portal. Das heißt, wir räumen jetzt erstmal kurz aus. Wir haben relativ viel Obsidian und mal kurz gucken, was das jetzt mit der Kette auf sich hat. Silberkette oder so. Irgendwas haben wir damit freigeschaltet. Ja, aber hier ist nichts. Hä? Silberhalskette, können wir das nicht herstellen? Das sah doch komplett nach was anderem aus. Find das aber mal. Haha. Ja, das sind Schleimbomben.
Rostpfeile, ja, haben wir noch nicht mal hergestellt. Ja, siehst du, das Rostpfeil. Ja, da war Obsidian, meine ich doch. Auch aus den Giftpfeilen war mit Obsidian. Da brauchst du sogar Schlamm für. Ui. Da brauchst du sogar Schlamm für. Welche Schugge? Da waren mehrere Objekte, die wir herstellen konnten. Eine Schatzkiste. Ha, wie cool. Aus zwei Silbern Edelholz, eine Silber. Aus zwei Silberketten, 5 Rubinen und 99 Münzen machst du eine Schatzkiste. Ha, wie cool. Okay, jetzt hat sie es geklärt. Jetzt hat sie es geklärt. Maus, Maus, ich lege die Silberkette dann mal hier in die Schmiede, die ich gefunden habe, damit du sie dir einmal rausnehmen kannst und, ne? Damit du das dann auch kannst. Okay, ich habe gefunden, was sie herstellen konnten. Das heißt, wir müssen Silberketten finden, damit wir... quasi ein bisschen was dazu kriegen hier. So, ich habe ja nur noch Knochen und so. Ich habe noch nur noch Knochen. Ich bin Haut und Knochen hier. So, einmal das da rein. Dann haben wir hier nochmal Zwiebelsamen gefunden. Bisschen Wolfsfleisch. Bisschen was fürs Geld. Und Frostpfeile. Was machen die denn eigentlich? Na, 26 Stechen und 52 Eisschaden. Denk mal nicht, dass wir den nächsten Boss damit besiegen können, weil wenn er sowieso schon im Kältegebiet ist, Okay. So, das heißt, hier die Giftpfeile könnten wir dann aus den Obsidian machen. Na, immerhin. Hier haben wir noch Müll drinne, hier haben wir auch noch Müll drinne, dann mache ich hier jetzt mal die Frostpfeile rein. Das dürfte passen. So, nochmal schnell reparieren. Was sagt der Geiger? Der Geiger sagt 20 Minuten, weil ich jetzt hier die ganze Zeit in der... Dings umher streife. Trotzdem einmal wieder ganz. Denk mal, ich habe nicht mehr allzu lange Tag. Aber um ein bisschen was rauszupopeln, dürfte es vielleicht reichen. Und wieder höre ich nur Wölfe. So weit ist das eigentlich gar nicht. Das ist ja quasi hier oben. Sei denn, man hat keine Ausdauer, um den Berg hochzuspringen. Dann kann das weit sein. Na gut. Da haben wir das Loch. Dann wollen wir dich mal ein bisschen freilegen hier. Mal ein bisschen weiter Silber machen. Mal gucken. Sieht aber nach einem sehr enttäuschenden Silberklumpen aus hier. Ah, der ist einfach nur tiefer gelegt, oder? Bitte sag mir, dass er einfach nur tiefer gelegt ist. Ja, er ist tiefer gelegt. Einfach mal so ein bisschen freilegen hier erstmal. Damit man weiß, wo der Klumpen anfängt und wo der Klumpen endet. So. Hacke, hacke, Silber. Hacke, hacke, Silber. Ich glaube, in der nächsten Folge hole ich schon mal das Schiff so langsam. Weil so wie es aussieht, ist der Berg hier sowieso relativ groß und großläufig. Da könnten wir wohl wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr Silber und so weiter holen. Und eigentlich müsste ich das Drachenei holen, ne? Komm, ich hol mal zuallererst das Drachenei. Mal lieber so.
Holen wir mal zuallererst jetzt das Drachenei, sonst vergesse ich das nachher. Na gut, man sieht eigentlich, wo der Drachenei ist. Es leuchtet ja so schön. Okay, da drüben haben wir dann nochmal so ein Drachenei. Wo wahrscheinlich? Und da ist wieder ein neuer Steingolem aufgetaucht. Ah, viel zu spät. Schon mal nachsetzen hier. Das sieht doch schon mal besser aus. Ah, das war ein bisschen zu früh. Ja, gut. Das war mal ein Steingolem. Eigentlich bestehen die ja aus Silber, ne? Eigentlich müssten sie ja Silberklumpen geben. Und das sieht so aus, als wenn da hinten auch noch irgendwo eins geleuchtet hatte. Was liegt denn da rum? Ach, noch ein Wolfszahn. Na, da hinten. Da hinten weiter unten. Ich höre schon wieder Wölfies. Das Problem ist, das Drachenei kriege ich ja nicht durch das Portal geschoben, ne? Was für ein schöner Vollmond. Hallo, Drache. Erwischt. Oh, da sind auch die zwei Wölfe. Die wollen nicht, dass ich hier so wirklich erkunden gehe, wa, Maus? Mhm. Die wollen halt wirklich mich heute ein bisschen aufhalten. Aber ich lasse mich auch aufhalten. Bin ja so ein schlimmer Finger. So, jetzt können wir hier erstmal ins Versteck. In den Brunnen. Dann lege ich hier mal kurz das Drachenei ab. Dann können wir den Rest mitnehmen und dann können wir einmal schlafen. Das Drachenei kann ich ja leider nicht durch das Portal schieben. No? Mhm. So. Mal kurz alles nochmal durchreparieren hier. Mal wenigstens noch mal kurz ein bisschen das von Eisen hier noch mal wegschmelzen. So, gut, jetzt bin ich überladen, nicht so schlimm. Das Eisen ist ja schnell weggepackt. So, dann nehmen wir hier uns noch mal zweimal Kohle raus. Lassen hier nochmal ein bisschen durchbrennen. Gut. Dann können wir hier eine restliche Kohle rein. Hier kommt das rein. Dann haben wir einmal hier alles mit. Meißen das schon mal rein. Hier ist nichts mehr. Gut. Na gut, dann bringe ich erstmal den Rest so weit weg. Ah, mal Kernholz. Edelholz haben wir nicht, aber normales Holz hatten wir. Steine. Ohne Ende Steine kriegen wir jetzt. Das ist schön.
So, das kommt da nochmal rein und jetzt nochmal Kristall. Und zweimal Wolfsfleisch. Sürle. Jetzt haben wir nochmal Organisatorisches gemacht. Na komm, dann machen wir es nochmal anders. Da würde ich sagen, dann machen wir jetzt hier an dieser Stelle schon mal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Tschüss.